Nelly Furtado ist derzeit kaum zu stoppen. In den USA hat Nelly sogar gleichzeitig bei den Singles und bei den Alben die Nummer 1 erobert. Bei uns gibt es Platz 6 für Man Eater. Charles Barkley haben dieses Wochenende extra ein Konzert in London abgesagt. Sie dachten, England würde an dem Abend bei der Fußball-WM spielen. Tja, so kann man sich täuschen. Platz 5 für Crazy. Shakira und Wyclef Jean spielen vor einer neuen Rekordkulisse. Die beiden performen ihr Hips Don't Lie kurz vor dem WM-Finale in Berlin vor über 1 Milliarde TV-Zuschauern. In den Charts gibt's Platz 4. Oliver Pocher wechselt auf die große Kinoleinwand. Olli hat eine Rolle im neuen Bully Herbig-Film Hui Bu, der am 20. Juli in die Kinos kommt. Für Schwarz und Weiß gibt's Platz 3. Die Aufnahmen zu Herbert Grönemeyers WM-Hymne fanden in London, Paris und in Mali statt und zogen sich über mehrere Monate hin. Ziemlich viel Aufwand, Zeit, dass sich was dreht, fällt diese Woche trotzdem von der 1 auf die 2. FIFA-Präsident Sepp Blatter scharrt schon mit den Hufen mit dem goldenen Pokal. Gleich gibt es hier bei uns die Siegerehrung bei den Top 100. Zurück mit der neuen Nummer 1 und das ist natürlich der Song, mit dem in den letzten 3 Wochen jeder größere Platz und jede Straßenecke in diesem Land beschallt wurde. Die Sportfreunde Stiller und ihre Weltmeisterformel, die inzwischen selbst die größten Mathe-Nieten vorrechnen können. Ich mach's mal kurz vor. 54 mal 74 minus 1990 gleich 2006. Das ist zumindest die Theorie. Anscheinend haben die Sportis aber irgendwo unterwegs doch einen kleinen Rechenfehler gemacht. Als Trost für sie bleibt aber auf jeden Fall ihre erste Nummer 1 in ihrer Bandgeschichte in den deutschen Singlecharts. 54, 74, 90, 2006 und ich gehe jetzt zu meinem Lieblingsitaliener. Bis dann.